Yo, Peace Leute und willkommen zum dritten Part von Game of Thrones. Heute spielen wir die liebe Mira, hieß sie, ne? Ich glaube, sie ist Mira, eine Eisenholztruhe haben wir gleich zu machen. Wir legen direkt los. Ja, keine Zeit zum Warten, wir müssen direkt uns alles angucken. Münzen, ein Brief, ein unfertiger Brief. Lest den mal. Father. Much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you can. Okay, aber sie hat ihn nie abgeschickt. Warum auch immer. Rosengartenbrosche. It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. It once belonged to Lady Elena. Okay, also kein Geld, sondern einfach ein. Das hier ist schon eher eine Geldmünze. To remember him. What a strange place, Essos. Und da haben wir noch einen geschnitzten Eichenholzbaum. Erinnerung an die alte Zeit in der alten Stadt. Den Geschwistern. So, was haben wir hier? Ein verstaubtes altes Buch. Wonders made by man, by Lomas Longstrider. A gift from Roderick. I hope to see them all someday. Ja, ich denke mal, das könnte sogar schon recht bald passieren. Ein Fenster können wir uns. Können wir die Aussicht kurz genießen. Okay, bis jetzt, sie konnte sich die Aussicht angucken, wir nämlich nicht. Dankeschön, Dankeschön. Hier Brief von Mutter. Das ist wahrscheinlich der, den wir mit dem Rahmen bekommen haben. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Wissen wir schon, dass unser Vater tot ist? Ich denke mal nicht, oder? Ich denke mal nicht, dass wir das schon wissen können. An der Tür hat es geklopft. Wer ist da? Wer ist... Ich möchte keinen Staubsauger kaufen. Nee, nein! One moment. Ah, mit diesem Staubsaugerverkäufer. Oh, sorry, my lady. I didn't mean to disturb you. I can come back later, if you'd like. Nee, nee, komm ruhig rein. No, it's fine. Come in. Komm ruhig rein, junger Mann. Was macht er denn da? Begging your pardon, lady, but you're right. Der füllt irgendwas auf, ich weiß aber nicht was. You seem rather upset. Ich mache mir Sorgen. Worried about my family. Ah. Letter from home, is it? It's kind of you to ask. Of course, my lady. You've always been kind to me. Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, my lady. Was füllt ihr denn da auf? Ich würde es gerne wissen, aber irgendwie kann ich da nichts. Es ist irgendwas Schwarzes. Wahrscheinlich Kohle oder sowas. Für Feuer oder so. I may be wrong. But it seems like you do. Ich bin ihre Zofe. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. Ja, mit der gehe ich auch mal einen saufen. Outside the royal steps, talking to Queen Cersei. Cersei? Wer ist Königin Cersei? To be having some sort of disagreement. I couldn't hear much, but... Worüber haben sie gesprochen? Sind wir schon... wenn, dann machen wir Detective-Arbeit hier. I know they were talking about the Starks and... House Forest. Okay, also über unser Haus. Über unsere Familie. Auf jeden Fall ein Streit. But I thought you ought to know. Most people don't tend to notice a cold. Not in King's Landing, with so many lords and ladies about. You see and hear all sorts of things where people don't even know you're there. Good night, lady. Das war jetzt aber schon ein bisschen depressiv. Nicht mal danke, keine gute Nacht. Ach, Mira. Sie hieß doch Mira. Ich nenne sie einfach Mira, egal wie sie heißt.
Ist es, ja, Lady Marjorie. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. Okay. Hübsches Kleid hat sie auf jeden Fall, die Lady Marjorie. Muss man ihr lassen. Sieht schick aus. When you arrived in Highgarden, I thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. And your poor family as well. Ich brauche eure Hilfe. I need your help, my lady. Of course. And I will help you in any way I can. But there's another matter we must attend to first. Okay. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. She okay. mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. She was very pleased with herself. Her face was full of pride, she said it. How did you respond? I told her you are one of my most trusted handmaidens, that you can hardly be blamed for the actions of your father and brother. Nonetheless, she demands an audience. She wants an apology of some sort, for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask okay. this of you if it were not important. I cannot afford any conflict. Ich werde tun, was sie von mir verlangt. So near. I'll do as you ask, my lady. Wir wollen jetzt nicht in die Quere kommen, wenn sie kurz davor ist, Queen zu werden. Weil dann kann sie uns auch wirklich richtig gut helfen. Entschuldigung. Wenn sie dann Queen ist und wir dann eben sagen, ja, hey, kannst du uns im Haus helfen, dann denke ich mal, hat sie die Macht dazu. Gucken Sie sich so an. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Okay, natürlich müssen wir einigermaßen klug antworten. Good luck. Und nicht zu emotional reagieren, beziehungsweise zu wütend, dass sie uns als Verräterin beschimpft. Sondern einfach ganz ruhig und gechillt die Sache angehen. Das sollten wir hoffentlich hinkriegen. Servus. Es geht. Bist du kleinwüchsig? You can do this. Seht, also ihr seht da hinten auch dieses ganz kleine Ding da. Ist es die? Nee, ist wahrscheinlich sie da. Die da. Ist wahrscheinlich ihr Sohn von der Größe. Wir werden es gleich erfahren. Ah, Lady Marge. Na, der sieht nicht wirklich aus wie ein Sohn. Und du siehst klein, du siehst echt klein aus. With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Servus. Es geht. Wir knien nieder. Your Grace. Ist zufrieden, genau. Verbeugen wir, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, aber... Die Knie gehen sollte dann doch am besten sein. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Okay. Also werden wir jetzt zum ersten Mal antworten müssen. Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? Unsere Treue ist unerschütterlich. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet. For centuries, the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Ich stimme zu, Eure Hoheit. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all, is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Erste neue Wächter des Nordens. He is.
and I the Queen Regent and Tyrion the Master of Coin. Der Meister der Münze. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Dankeschön. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve. Ich hoffe, mit dem Verräter würden wir sie zufriedenstellen, was ist denn ihre Meinung? Forster Ironwood does seem rather unique. Zu unserem beidseitigen Nutzen. And at the pleasure of your king. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Ja, alles. I would do anything. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. Der kleine Zwerg da kotzt mich an. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wheel? Our dear Marjorie here was betrothed to Rhaenyra Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? Ich werde nicht über sie richten. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Du kleiner Typ da, sei mal ruhig, du stresst mich. Why is it such a hard thing to define? This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. Okay. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. Sie will das mit dem König hören. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. Das wollte sie unbedingt hören, schätze ich mal. She is a threat to the crown, isn't she? Du kleiner Zwerg da hinten rechts. Ich werfe dich gleich mit dem Wurfmesser ab, Alter. Das Wurfmesser ist nämlich größer als du. Which is not very encouraging. Irgendwie verkacke ich jede Sache. Irgendwie das Gespräch mit dem Whitechapel kam mir nicht gut vor. Das kam jetzt noch viel schlechter vor, weil dieser kleine Zwerg da immer seine dummen Kommentare ablassen musste. Alles klar. Even then he didn't trust Bruce Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. Warum stresst du mich dann so an? Have my condolences for his loss. These would be trying times. Vielen Dank, Lord Tyrion. Under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was okay. The first impression. I of course found it all highly entertaining. Ich bleib mal ruhig, die Antwortmöglichkeiten haben mir gerade alle nicht so gefallen. No doubt Lady Marjorie will forgive you. Eventually. My sister and I have our differences. She takes her pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our Also die Königin scheint wohl zufrieden zu sein, aber Marjorie war von den Antworten wohl nicht so überzeugt. Was schlagt ihr vor? What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester.
Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although, what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. Das bin ich. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? Dankeschön, kleiner Zwerg. I'll consider it. Now, if you look. Wobei, jetzt ist er ja ganz nett. Jetzt muss ich ihn ja nicht mal als kleiner Zwerg bezeichnen. Nur hat mich am Anfang sehr aufgeregt. Mit seinen dauernden Zwischenrufen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Ich muss echt sagen, was mir im Spiel schon super gut gefällt. Das gibt, man ist viel bedachter bei den Entscheidungen so. In The Walking Dead ist halt so bei den Gesprächen so, ja, versucht halt jemanden anzupissen, aber hier ist so, man denkt so, oh, das könnte ja ein bisschen, oh, das aber auch und Mira, I was worried. Das gefällt mir schon richtig gut. Cersei has a way of looking at you, so you're nothing. Ah, es lief nicht so gut, würde ich jetzt mal sagen. Didn't go very well. I'm sorry. Cersei is known for being rather difficult. Ja. At least it's over now. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Ah, Sir Jaime, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Ooh, Vibertalk, Vibertalk! And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. Ja, ist ziemlich gut aussehend. He is quite handsome and quite passionate, from what I've heard. Perhaps Lady Marjorie can make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although marrying a king, I can only imagine what that would be like. Wäre schon ganz cool, ne? Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well, which is more than you can say. Ich antworte mal nichts. Da ist jetzt nicht so meine Antwort dabei, die ich so. Ich würde halt sagen, wenn er nicht ein kompletter Arsch ist. Ja. Also so ein bisschen Opportunismus da zeigen, ja. Aber wenn er jetzt irgendwie richtiger Arsch ist, dann trotzdem nicht. Dann bringt mir die Macht auch nichts. Also wenn ich ihn an sich, also ich bin jetzt keine Frau, aber nehmen wir mal, die Königin würde zu mir kommen und sagen, ich bock zu heiraten. Wenn die mir gefällt, oder wenn die korrekt ist, dann ist die Macht natürlich noch ein schönes Ding dazu. Aber wenn die ein Arsch ist, dann juckt mich das nicht. Oh, die ist pisst. Die ist pisst. Verzeiht mir, Lady. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. Okay, gut. I'm just glad it's over. Okay, also die Königin war, haben wir anscheinend nicht so angepisst. There's always someone to please. Gerade uns auf die Knie gehen wird den ersten Eindruck sehr gut gemacht haben. Ich war einfach hingegangen und gesagt, Servus! Gefällig zu sein ist schwierig. If you showed Cersei your true heart, she would stab it with a fork. You learn very quickly. Dankeschön. Immer diese Komplimente, die man so zwischendurch kriegt, das ist echt schön. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. Das ist jetzt mit unserer Familie. Bitte ihre Hilfe, ja. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Cyrah. There are no secrets between us.
Komm, hau aus. I trust her. Ich kann es ja noch nicht einschätzen, aber sie kann bleiben. Das. Ich schätze jetzt nicht als Verräterin ein, dass sie dann irgendwas. Go on. Ask. Meine Mutter braucht unsere Hilfe. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about. Genau, einfach den Brief geben, das ist das Beste wohl. Ramsay Snow. Dass sie selber durchlesen kann. My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. Hast du jetzt zur Kenntnis genommen, dass du im Auftrag deine Mutter gefragt hast? Ja, das glaube ich. Das hast du jetzt schon 10 Mal, das hast du jetzt schon 10 Mal gesagt. Das hast du jetzt auch schon 10 Mal gesagt. And now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? You can't, my lady. King Joffrey won't like it. Just think how he turned on Lady Sansa. Ich werde in eurer Schuld stehen. I will forever be in your debt. My family will forever be in your debt. Hätten die Sera doch wegschicken sollen. I don't know, Mira. If Cersei were to find out. Fürchtet Cersei nicht. Don't let the Queen bully you. You have power over him, Lady Margaery, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironwrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Willst du nicht noch sagen, sie bestand darauf? Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Das ist schon mal eine gute Nachricht. I will send a raven to my family at once. Wir hätten die wegschicken sollen, verdammt. Weil sie ist ja davon nicht so überzeugt. Das heißt, vielleicht verrät sie irgendwas Falsches. Königsweg, Wolfswald. Spielen wir wieder unseren Turtle. Turtle of Laugh. Wir hätten sie einfach wegschicken sollen. Fuck. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Seven Hells. Bei allen, nicht nur bei allen 7 Höllen, Alter, bei allen 35.000 Höllen mit 7 Pentagrammen dazu. Halt Schrei, hat sie angehört wie ein Kampf oder sowas? Ah, die verbrennen jemand. Let's play a little game, shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Der sieht uns bestimmt. Ah, das ist der, den wir doch verschont haben, ne? Zurück, zurück, zurück. Ich will aber schon. Er schneidet ihn gerade auf. Aber das da ist doch der, den wir verschont haben, ne? Glaube ich zumindest. Mal wieder zurück. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh. Listen. Hier ist doch gar nichts. Ich bin nur ein Reh. Ich bin nur ein Reh. There. Ich bin nur ein Reh. Verdammt, warum hören die nicht auf, dass ich nur ein Reh bin? I know I heard something. Bleib, bleib, bleib. Weglaufen, dann sieht er mich hundertprozentig. Wenn er mich jetzt so sieht oder weglaufen sieht, ist nicht besser. Vielleicht dreht er noch um. Hallo, ich bin Reh. Never mind. Oh, ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Gott sei Dank. Ich war nur ein Reh. Ha, jetzt hat er endlich mal verstanden, dass ich nur ein Reh bin. Mann, Mann, Mann. Sagt ihnen schon, ich bin nur ein Reh. Und dann checken sie es nicht, dass ich ein Reh sein soll. Oh, ihr seid alle so dämlich.
Können wir zu dem Dude dahin gehen, der da aufgeschnitten wurde? Wahrscheinlich, schätze ich zumindest mal, nicht mehr am Leben sein wird. Jetzt wird er noch irgendwelche Geräusche machen. Das ist das Zeichen der von denen, ne? Ja. Oh. War das jemand, den wir kennen? Das ist das Problem, wenn man sich Gesichter nicht merken kann. Entschuldigung. Dass man einfach, wenn sowas passiert, und das war jetzt bestimmt jemand, den wir kannten oder so, und ich denke mir so, okay, ist ein bisschen eklig aus oder sonst. Heißt, wir müssen eine große Rede halten und denen zeigen, wie es läuft. Gerhard the Tall, who founded our house, and her grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Gregor der Gute. He was fair and wise and courageous in battle. Wie werden sie mich nennen? They call me. That Ethan der Junge. Is the new lord. These were your father's people to lead and protect. And now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel. Der Hüter. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Und das muss ich jetzt wahrscheinlich machen. Urteil, ja! I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Lord Ethan. Mein Urteil ist gefragt. You spoke of judgment, Sir Roiland. What judgment is that? This Craven is a deserter and a thief. Ihre Verteidigung. Hey, schlag ihn doch nicht gleich. Lass ihn doch ausreden. Oh. Warum hast du das getan? Because I've no wish to die. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. She's right. I've a family to feed. They're not two coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone. Der löst jetzt hier natürlich voll die Massenpanik aus. Words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Zusammen werden wir überleben. We are in this together. You say that. But it won't be you who's starving come winter. You'll address this. Tritt ihn doch! Also, ich meine, er ist ein böser Boy und er nervt mich gerade schon ziemlich, dass er hier so rumschreit. You must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's finger. Aber sag mir bitte nicht, ich kann nur töten oder leben. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know, they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not. Ah, ja, beide haben recht. You can send him to the war. Oh nein. I will decide. Send him to the wall. Take his fingers. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please. Schneid drei Finger ab, schick ihn zur Mauer, lass Gnade walten. Ah, oh, das ist böse. Also schick ihn zur Mauer wäre ja im Endeffekt auch ein Todesurteil. Wahrscheinlich. Drei Finger abschneiden. Wäre schon böse, käme aber krass so für die anderen, aber lass Gnade walten, wäre dann, ah ja, naja, also das ist jetzt, lass Gnade walten ist halt so, natürlich wäre es so die netteste Entscheidung, aber
er hat ja schon was falsch gemacht, aber schick ihn zu Mao ist halt ein Todesurteil und drei Finger abschneiden ist auch ziemlich böse. Ich schicke ihn zur Mauer. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. No, please, my lord! My family, without me they'll die! Das Urteil eines Lords. Ja, und sie guckt schon so. Dein Haus wird sich an dieses Urteil erinnern. That was certainly unpleasant. But a lord must meet out punishment when it's due. Not just yourself, of course. So, habe ich das Richtige getan? Maester, what do you think? Me? Yes. Did I do what's right? The wall seems like a fitting place for a thief. I only hope he doesn't find Garrett there and take his anger out on the poor squire. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. Du willst doch nur der Hüter werden, das merkt man doch, dass du die ganze Zeit davon laberst. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. Ich könnte euch ernennen. You think you'd be the perfect choice. Me? Oh God, no. I can't get involved. I am a Maester. At the Citadel I swore an oath to serve as such. There are two capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. Ah, das ist schwer. Beide haben ihre Vorteile. Der Onkel? Also ich nenne ihn Onkel, weil er der Onkel von Tuttle ist. Der ist sehr, sehr klug und er ist sehr bedacht. Der andere, der ist halt mehr so der harte Boy, der will halt auch immer die harten Strafen und so, was natürlich auch im gewissen Sinne gut ist. So, er... Erstmal sagen wir einfach, danke. Ja, was natürlich auch gut ist, weil er ist halt so der Kämpfer der andere. Man braucht eigentlich beides, so das Gehirn und der Kämpfer. Ich würde zwar Ethan mehr als Gehirn einschätzen, was heißt, wir bräuchten einen Kämpfer an unserer Seite, damit sich beides ausgleicht, aber zwei Gehirne zusammen sind natürlich krass. Und er guckt dann schon an und denkt sich, das will ich haben. Er denkt sich, gib doch jetzt her, du Bastard, das ist meins. Wir werden wahrscheinlich mit den zwei reden müssen, ne? Ja, freies Rumlaufen und reden. Cool. Das ist super. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Game of Thrones wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schauen die Playlist auf dem Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.